Gude, da bin ich mal wieder. Am heutigen Mittwoch, pünktlich zum Ende des Events. Die Legende kommt auf die Erde. Und findige Spieler wissen Bescheid. Hier geht es um Kimimaro. Und ja, bei Kimimaro sieht es folgendermaßen aus. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich in meinem Rucksack noch was habe für Kimimaro. Oder nicht? Nee, das passt alles wunderbar. Genau, denn wir wollen heute mal ein bisschen ziehen und wollen uns einen Kimimaro verdienen. Da habe ich mir mal ein bisschen was angespart. Als allererstes machen wir mal eine schöne Einzelrekrutierung, holen uns 50.000 Kupfer, machen nochmal eine Einzelrekrutierung, holen uns 50 Aufstiegspillen. Jetzt machen wir mal einen schönen Zehner-Durchgang, holen uns einiges Interessantes, sage ich mal. Einmal Kimimaro. Das heißt, bevor wir jetzt angefangen haben, Barren zu investieren, haben wir in unserem Rucksack 3 von 50 Kimimaro-Splitter. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt haben wir 4. Und ja, wir gehen einfach mal rein und buttern ein bisschen was rein. Hier ist jetzt nochmal ein Kimimaro mit dabei gewesen. Also mittlerweile, ich habe jetzt schon ein paar Mal diese Events teilgenommen, würde ich mich relativ weit aus dem Fenster lehnen, dass das Ganze ziemlich geskriptet ist. Was man daraus zieht. Jetzt haben wir die 40er-Box auf jeden Fall voll. Ich würde ganz gerne, wenn das klappt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, würde ich eigentlich ganz gerne auf 150 hochgehen bei dem Event vom Ziehen. Und der Plan ist ja auch wieder, dass ich das einmal mache, damit ihr einfach seht, lohnt sich das jetzt mit dem Ziehen oder lohnt sich es eher nicht. Ich denke, das ist dann immer einfacher, wenn man mal ein Video dazu gesehen hat, um dann selber einschätzen zu können, ja, habe ich da jetzt Bock drauf oder will ich es lieber nicht machen. Ich erzähle auch gleich nochmal ein bisschen was zum Event, was ihr noch wissen müsst, um dann eben einschätzen zu können, wie viele Barren ihr letzten Endes auch braucht. Ich muss jetzt selber mal kurz gucken. Ich bin jetzt gerade auf der Rangliste auf Platz 15. Also, es ist nämlich folgendermaßen. Auf der Rangliste, ich habe das an den anderen Events auch schon erklärt, aber es ist letzten Endes so, dass ihr einmal natürlich beim Ziehen selbst ihn ziehen könnt, Splitter ziehen könnt, dann in diesen Boxen, immer für die einzelnen Meilensteine, auf dem Weg zur Tausender-Box, dann kriegt ihr ein Safe geschenkt, aber auf dem Weg dahin auch immer wieder Splitter. Und ich hätte eigentlich gerne den 150er noch mitgenommen, aber bis dahin muss ich ja noch 23 öffnen und das kann ich mir nicht leisten, so viele Wachen habe ich leider nicht. Aber darum soll es nicht gehen, denn ihr bekommt eben auch am Ende des Events, je nachdem wie viele ja, Ziehungen ihr gemacht habt, bekommt ihr nochmal eine extra Belohnung. Und dann ist es folgendermaßen, und zwar, wenn ihr über 100 habt, dann kriegt der Beste über 100 und unter 300, landet auf Platz 11 und bekommt nochmal 30 Splitter extra. Und da sind wir jetzt schon drinne, denn das geht bis Platz 20. Erst ab Platz 21 bekommt man eben nur noch 15. Und ich bin jetzt aktuell 6 Stunden vor Eventende auf Platz 15 und es gibt nicht mal einen Platz 20. Das heißt, es muss sowieso erstmal noch einer überhaupt auf meinem Server 100 Mal die Ziehung machen, um hier reinzurutschen. Und dann müssten insgesamt eben der Neue, der überhaupt erst kommen muss, plus Matito, Squirly, Sakato und Morgan, müssten alle noch mindestens dreimal ziehen, um mich zu überholen. Das sehe ich aktuell nicht. Gibt, denke ich, aktuell keinen Anlass, das zu tun, außer es kommen noch mindestens zwei Leute nach und dann versucht man das halt nochmal sich in die Top 20 zu schieben. Aber da ich jetzt eben keinen Vorteil daraus bekomme, ob ich jetzt 15. werde oder 11., gibt es jetzt für mich keinen Grund, weiter an dem Event teilzunehmen, sage ich mal, weiter Barren auszugeben, dann spare ich mir die eben lieber. Denn ich bekomme eben dann nochmal 30 Splitter am Ende des Events. Und aktuell habe ich jetzt 26. Das heißt, ich komme dann insgesamt nach Eventende auf 56 und kann mir einen Kimimaro damit basteln. Und das reicht mir, wenn ich ehrlich bin. Zusätzlich kann ich jetzt noch 11 4-Sterne-Leute machen. Wobei das jetzt auch ganz gut aussieht. Einmal Sasuke, einmal, nee, zweimal Neji, einmal Kiba und noch eine breite Mischung außenrum. Also auch in dem Bereich hat sich soweit gelohnt. Man bekommt ganz gut Kupfer dazu. Hier seht ihr auch noch ein kleines Nebenevent mit der Katze aktuell, mit Minas Katze. Das kann ich auch mal ganz kurz am Rande noch erwähnen. Da bekommt ihr bei zeitlich begrenzter
zeitlich begrenzte Veranstaltung auf Midas Berührung. So heißt Midas Berührung, könnt ihr eben bei dem Plus bei Kupfer euch hier für Barren und auch kostenlos Kupfer holen. Und je nachdem, wie oft ihr das macht, könnt ihr dann eben auch einmal hier den Bestienpfad einmal freischalten. Da müsst ihr insgesamt 70 Mal das machen, solange das Event läuft. Das läuft ja noch 5 Tage, also ihr habt noch eine Menge Zeit. Und dann kriegt ihr einmal safe einen Bestienpfad, ein paar Tonton-Tickets und noch jede Menge Ninja-EP. Und dann gibt es auch hier wieder eine Gesamtreihenfolge, eine Gesamttabelle. Und da bin ich bei mir aktuell mit Abstand Erster. Das ist auch mein Plan. Ich will unbedingt so ein Event mal als Erster abschließen. Und als Erster bekommt man dann 1000 Barren zurück. Zweimal die Ionen-Geheimtechnik, die will ich unbedingt. Und vor allem 10 fortgeschrittene Tonton-Tickets. Und auch die würde ich eben gerne mitnehmen. Und deshalb bin ich da aktuell so am Ballern. Und Kupfer kann man ja immer gut gebrauchen zum Aufwerten etc. Aber ich würde sagen, mit den paar Aufwertungen, die wir jetzt hier noch machen können bei meinem Werkzeug, belassen wir es dabei. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen einen Eindruck gewinnen, ob es sich lohnt, beim Kimimaro-Event teilzunehmen. Ich persönlich empfinde Kimimaro auf jeden Fall als sehr interessanten Charakter. Werde allerdings, bis ich den benutzen kann, noch mindestens eben ein weiteres Event benötigen, um ihn dann eben auch ein zweites Mal zu bauen, zu rekrutieren. Damit ich ihn dann eben langsam Richtung 7, 8 Sterne hochpushen kann. Aber ja, also wenn ihr die Barren habt, wenn ihr Bock habt auf Kimimaro, dann gönnt euch den. Das ist kein schlechter Charakter. Den kann man gut spielen. Und ja, wenn nicht, spart noch ein bisschen, wartet auf das nächste Event. Die lassen ja nicht lange auf sich warten. Und ja, das würde ich sagen, war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr bei mir wieder zugeschaut habt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir vor allem in die Kommentare, ob ihr am Kimimaro-Event teilgenommen habt oder nicht. Oder auf welches Event ihr auch aktuell noch wartet. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und ciao, ciao.